Hallo meine Freunde, hier beginnt jeden Morgen um 8 Uhr unsere Arbeit mit und für die Hunde, die sich in unserer Obhut befinden. Hier leben die Straßenhunde, die immer kommen und sich in den äußeren Unterstand aufhalten, um sich vor Kälte zu schützen. Diese Arbeit wurde von unserem Freiwilligen Antonio gemacht, was er prima gemacht hat. Dies ist unser Tierheim und in diesem Bereich haben wir 10 Zwinger. Sie sind gerade gesäubert worden. Hier schlafen die Hunde. In der Regel haben wir 4 bis 5 Hunde pro Schlafbereich und natürlich haben wir hier die Decken, die wir als Spenden erhalten haben. Wir verwenden sie alle. Und jetzt kommen wir in den rückseitigen Bereich des Tierheims an. Hier haben wir noch mehr Zwinger mit einer größeren Kapazität für die Hunde. Diese Rückseite wird von 1 oder 2 weiteren Personen gepflegt und gereinigt. Es gibt sehr viel zu tun. Wir haben insgesamt 109 Hunde. Hier haben wir unseren Präsidenten und unsere Freiwilligen. Wie Sie sehen, haben wir gerade Hundekekse erhalten, die wir ganz gerne auch unter die Hunde verteilen. Die Hunde lieben es. Und ist es doch mal was anderes als das immer langweilige spanische Futter. Lasst uns laufen. Wir haben einen sehr langen Weg, weil wir sehr viel Land haben. Das Gelände ist hundgerecht angelegt, wie Sie sehen können. Natürlich dient dieses Land dazu, dass die Hunde laufen können und ihre Freizeit darin verbringen können. Jetzt sind wir im Junghundbereich. Hier werden die frisch geimpften oder kastrierten Hunde von den anderen Hunden getrennt. Es dient zu ihrem Schutz und sie können sich hier in Ruhe erholen. Und das ist der Bereich, in dem sich die Muttertiere mit ihren Welpen aufhalten. Dieser Bereich ist von allen der isolierteste Bereich. Und wie Sie sehen können, ist er mit Decken, die wir von Spenden erhalten haben, ausgelegt. Und es geht ihnen allen hier sehr, sehr gut. Nun, das ist alles, was wir haben. Wir sind sehr zufrieden und stolz. Wenn wir gewinnen, wären wir sehr glücklich. Und wenn ich uns sage, meine ich unsere 109 Hunde und uns. Vielen Dank und viele Grüße aus Spanien.